Zum ersten Mal ist er unterwegs zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel, der Hoffi-Club der TSG. Der Gegner, der VfB Stuttgart. Ein Derby also, kein Spiel wie jedes andere. Die Reisegruppe mit 35 Kids und 15 Betreuern in ganz neuer Zusammensetzung. Es ist eine Kooperation, eine gemeinsame Aktion, bei der natürlich die Kinder im Mittelpunkt stehen. Ja, also wir sind heute hier mit dem Hoffi-Club zu unserer ersten Auswärtsfahrt zusammen mit dem Fanprojekt Hoffenheim und der Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim. Das ist ein gemeinsames Projekt, was wir in die Wege geleitet haben, um die Organisation zu vernetzen, dass die Kinder sich untereinander kennenlernen und einfach unseren Verein zu unterstützen und deswegen sind wir heute beim VfB Stuttgart zum Auswärtsspiel. Stuttgart, keine 100 Kilometer von Sinsheim entfernt und für jeden TSG-Anhänger ein rotes Tuch. Eine echte Rivalität eben. Damit die Kinder wissen, was sie bei einem Auswärtsspiel erwartet, ist das Fanprojekt mit im Boot. Wir sind eine sozialpädagogische Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar und machen sozialpädagogische Arbeit mit jugendlichen Hoffenheim-Fans. Die sind normalerweise zwischen 14 und 27. Und das ist ja genau dann eigentlich auch so der Punkt, wo dann die Hoffi-Kinder dazu kommen, wenn die zu alt werden, wenn die aus dem Hoffi-Club rauskommen. Dann fängt das bei uns quasi an. Und so hatten wir die Idee, dass man das nochmal verbinden könnte, weil wir als Fanprojekt sowieso öfter mal U16-Fahrten machen. Und dann kam die Idee, das zusammen zu machen. Und jetzt probieren wir das mal. Also ich denke, das ist eine ganz tolle Aktion überhaupt. Das ist unser erstes Auswärtsspiel, wo wir jetzt auch gemeinsam mal gemacht haben. Und ich denke, es ist einfach eine Riesenchance auch für die Kids, einfach hier eine ganze Stimmung mal wirklich mitzuerleben, auch ja, als Hoffe-Fan sozusagen im Ausland, im schwäbischen Ausland. Mit der ganzen Reisegruppe im Gästeblock ging es los, allerdings entwickelte sich der Nachmittag dann ganz anders als erwartet. 1:5 hieß es am Ende, eine bittere Niederlage bei der Auswärtspremiere. Aber auch das gehört dazu, für die Organisatoren war wichtig, dass es Schnittstellen gibt zwischen Verein, Fans und Schule. Die Albert-Schweitzer-Schule ist seit 2-3 Jahren Kooperationsschule, auch mit Anpfiff ins Leben. Und wir haben auch einige Jugendspieler bei uns und 2-3 unserer Schülerinnen sozusagen haben ein Projekt gemacht, wo es auch um Aufbau der Fankultur geht und auch um besseres Miteinander. Und da haben wir jetzt auch die Schüler heute mitgenommen. Mit einer Menge neuer Eindrücke im Gepäck ging es dann zurück nach Sinsheim. Zeit, das Erlebte zu verarbeiten, sich auszutauschen. Premiere geglückt, naja, sieht man mal vom Sportlichen ab. Einer Fortsetzung der Auswärtsfahrt steht also nichts mehr im Wege.